So, weiter geht's mit Nibiru. Wir sind jetzt endlich in dem städtischen Zentralarchiv und wollen jetzt in das Büro von der Frau Kanska. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Also hier weiter kommen wir nicht, also in den Aufzug. Achso, wir sind schon im Untergeschoss. Gucken wir mal Tür. Die Bürotür ist verschlossen. Ja, aber wir haben ja hier so einen coolen Ausweis. Zack. Alles klar. Dann schauen wir mal, was wir hier finden. Schränke zur Aufbewahrung von Dokumenten. Es würde Ewigkeiten dauern, in denen etwas zu finden. Okay. Drucker. Ein gewöhnlicher Bürodrucker. Mantel. Blume. Da ist nichts drin. Die Taschen sind leer. Okay. Blume. Blume. Sie könnte etwas Wasser brauchen. Unter dem Blumentopf war ein kleiner Schlüssel versteckt. Ui. Ja, denn. Drucker hatten wir schon. Tisch. Computer. Gucken wir uns erstmal den Tisch an. So, was haben wir denn hier? Kommode. Mach auf. Die Kommode ist abgeschlossen. Ah, dann nehmen wir dafür natürlich den kleinen Schlüssel hier. Er war unter dem Blumentopf. Ja, ich weiß, wo der versteckt war. So, also. Hui. Stempel. Und Stempelkissen. So. Gut. Aufzeichnung. Aufzeichnungen aus den Jahren 1983, 1984 und 1985. Nee. Nichts, was mich im Moment interessieren würde. Würde ich auch so sehen. Notizblock. Ein Notizblock. Die Seiten sind leer. Auf dem Papier scheint sich Text durchgedrückt zu haben. Ah, da benutzen wir mal diesen ganz alten Trick hier. Was haben wir da? Ein Bleistift, ne? Genau. Mit einem stumpfen Bleistift geht das nicht. Ah, er weiß, was ich will. Ah. Also, das ist jetzt wiederum geraten. Die Katze steht auf dem Kopf. Das ist auch gleich wichtig. Achso, den müssen wir erst nehmen, ja? Okay. Das ist ein gewöhnlicher Anspitzer. Was du nicht sagst. So, anspitzen. Jawohl. Und jetzt. Ah, hier. Astreines Computerspiel. Ja, hier ist das Cover von Black Mirror. Na, wie am Anfang schon erwähnt, das ist aus dem gleichen Hause, das Spiel hier. Mal sehen, was er dazu sagt. Das erinnert mich an etwas. Ja, an was wohl? Und jetzt hier, was haben wir da? Der Text ist jetzt recht lesbar. Okay. Einige Ziffern. Okay, was steht denn drauf? D3 74 22. Ah, ich weiß, was das ist. Ich weiß es. Das ist nachher für... kommen wir noch zu. So, hier ist die Katze, ihre Katze, Felix diese, ist hier auf dem Kopf. Und das ist dann auch das Passwort für den Rechner. Das heißt nicht, dass wir die Tastatur auf den Kopf stellen müssen, sondern einfach nur das rückwärts eingeben. Also Felix rückwärts. So, ich glaube, hier sind wir auch soweit fertig.
Ja, hier können wir nichts mehr machen. Verlassen wir. Jetzt gehen wir in den Computer. Bitte Code eingeben. Also X I L E F. Ich werde mal Barboras E-Mails überfliegen. Na, mach mal. Die sieht interessant aus. Das Staatliche Institut für historische Denkmalpflege von Petra Nedole. Wahrscheinlich die Person, die das Formular für den Bericht an Barbora schickte. Ich werde eine Kopie ausdrucken. Den Namen sollten wir uns, glaube ich, merken. Denn der taucht später nochmal auf. So, das haben wir uns jetzt ausgedruckt. Dann sind wir hier eigentlich auch schon fast fertig. Ja, das ist auch eine Art, dahin zu gehen. So. Ja, das ist ein bisschen Text, das lese ich jetzt nicht vor. Aber ihr könnt ja an der Stelle, könnt ihr das Video pausieren und euch das selber durchlesen. Das ist ganz interessant, also lohnt sich also. Eine Kopie von Barboras Bericht. Eine Kopie. Achso, können wir gar nicht lesen. Ja, egal, also wir kriegen, glaube ich, später noch eine Akte zusammen. Ich glaube, das ist die da drin. Und, Rohrpost. Sucht und bringt jedes Dokument aus dem Archiv mittels eines zugewiesenen Codes. Ja, genau. Und dafür brauchen wir diesen Nummern. D3 74 22. Genau, das müssen wir jetzt da eingeben. Ich kenne den nötigen Code nicht. Doch, den kennst du. Etwas stimmt nicht. Ach ja, richtig, wir brauchen erstmal wieder den Ausweis. So. Und jetzt fixt das Ding hier. Dann kommt nämlich die Akte angeflogen. Das System hat mehrere Minuten gebraucht, um das Dokument zu bringen. Ich wusste nicht, was Barbora im Archiv gelagert hatte. Die Neugierde machte das Warten nicht leichter. Mir kam es wie eine halbe Ewigkeit vor. Sehr schön. Vielleicht hat Barboras Mörder danach gesucht. Die Originaldokumentation des Projekts Nibiru von 1943. Ja, das könnte das sein. Genau. Ja, hier. Strengeheim. Oh Mann. Aber wie gesagt, ich lese das jetzt nicht alles vor. Ihr könnt ja hier pausieren und euch das selber durchlesen. Also es ist wirklich interessant, also nicht schlecht. Codename Nibiru. Erstellt 15. März 1936. Bereich Verwendung neuer Technologien. Waffensysteme. Ort Kohnstein, Nordhausen. Verantwortlicher Offizier der Forschung G. Mahlstrom. Stellvertretender Offizier der Forschung D. Raumhardt. Wissenschaftlicher Stab 7 Männer. Militärischer Stab 12 Männer. Umfang des Projekts: Erforschung der Möglichkeit des Kontakts außerirdischer Wesen mit den alten Maya- und Sumera-Zivilisationen. Analyse neuer Metalle und anderer Materialien, die in archäologischen Grabungsstätten gefunden wurden und ihre Verwendung bei neuen Waffentechnologien. Der Professor hatte recht. Der Deutsche war näher dran, als sich irgendjemand vorstellen könnte. Ja, genau. Gut, okay, der hat das jetzt selber vorgelesen, aber es gibt ja auch Akten, da kann man selber oder muss man selber nachlesen. Codename erstellt, Bereich, Ort, stellvertretend, wissenschaftlicher Stab, militärer Umfang des... Okay. Ich dachte, man könnte jetzt hier blättern, aber dem war nicht so... Nee, kann man nicht blättern. Schade eigentlich. So, wir haben, was wir wollen. Oh, ein Getränkeautomat.
Ein Getränkeautomat. Ich habe im Moment keinen Durst. Hat er nicht. Gut, dann schnell wieder raus hier. So. Wir haben die Akte und wir haben Stempel. Wofür wir die auch immer jetzt brauchen, aber... Obwohl... Genau, jetzt haben wir einen Stempel drauf. Und damit gehen wir dann zum... Der Bericht Ja, genau. Der Bericht erfüllt jetzt eine Voraussetzung. Damit müssen wir jetzt hier uns eine Genehmigung holen, damit wir dann hier diese Minen betreten dürfen. Und das wird auch noch recht knifflig. Oh, er pennt wieder. Auch nicht schlecht. Endlich ist die Pause vorbei und das Büro wieder geöffnet. Oh, das war zu? Ja, gut. So, was haben wir denn hier? Ein Sessel. Ein Sessel für die Gäste. Ich will mich nicht setzen. Nee. Verschiedene Ausschnitte aus Zeitungen und Zeitschriften. Von hier aus kann ich sie unmöglich lesen. Wollen wir eigentlich auch gar nicht. So. Guten Morgen. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Martin Holen und ich gehöre der Internationalen Archäologenorganisation an. Ich muss hier eine Genehmigung bestätigen lassen, um den Fundort einer historischen Entdeckung betreten zu dürfen. Was für eine Entdeckung ist das und um welche Gegend handelt es sich? Westböhmen. Mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Und was soll das alles hier? Nun, Sie müssen diese beiden Formulare ausfüllen und ich werde Ihren Antrag unter die anderen legen. Aber ich brauche die Bestätigung sofort. Ich kann nicht bis morgen warten. Kann ich denn nichts machen, um den Vorgang zu beschleunigen? Ich fürchte nicht. Die Anträge sind nummeriert und wir sind verpflichtet, keine Ausnahmen zu machen. Wann würde mein Antrag denn bearbeitet werden? Nicht vor morgen, aber wahrscheinlich erst übermorgen. Ich kann unmöglich so lange warten. Das kann ich verstehen, aber es gibt keinen anderen Weg. Soll ich Ihnen die Formulare jetzt geben? Nein, danke. Ich komme später noch einmal wieder. In Ordnung. Das ist natürlich doof, aber wir sind ja gerissen und werden uns da anders Zugang verschaffen. So. Nee, wir müssen da erstmal wieder rein. Wir brauchen noch was. Naja, gucken wir mal. Genau, Visitenkarte. Dürfte ich Ihre Visitenkarte haben? Sicher, nehmen Sie sich ruhig eine. Danke. So, jetzt haben wir hier Ihre Visitenkarte. Das ist erstmal unwichtig. Weil und überhaupt. So. Die Visitenkarte der Institutssekretärin. Ja, genau. Warum pennt er hier wieder? Was soll denn das? Ja. So würde ich niemals enden wollen. Ich brauche jetzt nichts von ihm. Nicht? Oder müssen wir doch vorher mit ihr quatschen und über die Anträge reden? Beziehungsweise über die Berichte. Naja. So. Ah, wir sind schon wieder am Ende. Verdammt. Ja gut, dann mache ich hier eben Schnitt und wir sehen uns gleich wieder.